Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Bergischland mit dem Boxer und dem Toledo. Einen wunderschönen Grüezi! Grüezi alle miteinander! So, Boxer, ich schnapp mir mal kurz dein Gespann hier. Jo. Willst du schon mal ein bisschen dreschen oder was? Ich wollte schon mal ein bisschen dreschen, ja. Problem ist, mein VCA passt so gar nicht leider gerade. Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Mal gucken. Ja, meiner ist noch so voll gewesen. Mit dem brauche ich jetzt noch nicht losdonnern. Und bei dir war der Korntank fast leer. Wie dachte ich, das meiner ist noch voll oder was? Ja. Meiner hat noch gut was drin. Ich glaube 11.000 Liter. Ja, ich glaube irgendwie so um die 11.000 Liter. Genau. Aber geht gut voran, ne? Zu zweit. Ja, macht Spaß. Kann man so machen. Das ist ja cool. Jungs, ich brauche aber nochmal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach guten Weihnachtsrezepten. Für den ersten Weihnachtstag essen. Jetzt kommt es drauf an, was willst du haben? Was Einfaches, was Aufwendiges, was Vegetarisches, was mit Hühnchen, was mit Schwein, was mit Rind. Ja, was, also, ich hab einen schönen Hof gefunden, wo man Lamm bekommen kann. Überleg Lamm. Da bin ich raus. Achso, okay. Da kann ich dir nicht helfen. Also. Ja. Lamm habe ich selber noch nie zubereitet und ich mag es auch nicht so wirklich. Also ich hatte die Überlegung, Lammlachs zu machen. Meine Family kommt am 1. Und ich dachte, das wäre eine schöne Idee. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mich noch nicht um einen... Also das ist nur so eine Idee. Ich weiß aber noch nicht, was man da so raus, weißt du? Vielleicht stellt man auch fest, das ist eine total super... Eine total super Idee, aber eine Kack-Umsetzung oder so. Gibt's ja auch. Ja, aber wobei so ein Lammkarree. Vorschläge offen, also. Also. Mag blöd klingen, aber wir haben zu Weihnachten mal Honig-Spare-Ribs gemacht. Ja, aber bei Spare-Ribs würde ich jetzt direkt mal dran denken, man bräuchte irgendwie einen passenden Grill, ne? Nee, wir haben sie im Backofen gemacht. Ah, echt? Im Breter. Okay. Boxi, ich hab wolltest grad... du nicht einen aussetzen? Naja, hab ich doch. Okay. Deine Bahn quasi. Ah, so meinst du das, okay. So, ich hab grad nochmal ein bisschen mein VCA angepasst. 13,7 Meter. Ich hab nur 13,5 drin und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich fahr da mal zu 40 hoch, ne? Sehr gerne. So einen Breter habe ich auch. Noch nie benutzt, aber so einen gusseisernen Breter habe ich auch. Huch! Hilfe! Shit, das passt nicht. Was machst du denn hier, Bruder? Ja, durch das neue Touchen hat das wieder den ganzen Kurs zerstört. Wenn du so mitten im VCA, ne, einfach mal so sagst, eine doofe Idee, ich hätte das gerne anders, dann sagt er dir ja immer, ja, kannst du machen, aber ich verreiß dir mal die komplette Bahn. Toledo? Ja? Da gibt's nicht zu 40. Ich weiß. Ich verfahre mich hier gerne. Ich hab das einfach gekonnt, ignoriert. Aber hier oben ist ja schon was her, da kann ich ja mal kurz... Ja. Bin ich wie zu Hause. Viele Wege führen nach Rom. Oh, rüssel ich jetzt noch mal schnell ab? Nee, ich glaube nicht. So. Ah. Was wisst ihr denn schon was ihr so dieses Jahr zu Weihnachten macht? Habt ihr so immer das klassische Essen oder wechselt? So 0, gar nichts. No. Was? 0, ganz? 0, gar nix, weiß ich. Ja.
wir haben weder was geplant bisher noch. Also doch, ich weiß, dass wir am 25. zu meinem Vater fahren und seine Frau. Das weiß ich. Alles andere ist noch nicht geplant. Ja doch, 4. Advent fahren wir zu meiner Mutter. Ich finde es sehr, sehr geil, Toledo, dass ihr auch einen 4. Advent habt. Letztes Jahr. Nee, davor das Jahr. Letztes Jahr war bei uns Mau. Davor das Jahr hatten wir sogar einen 5. Advent. Dann bin ich aber auch echt durch mit Weihnachten. Ne? Da habe ich dann keinen Bock mehr. Naja, also bei mir ist das Problem, meine Mutter ist jetzt damals so 100, also vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, 150 Kilometer weggezogen. Und die Familie von meiner Frau wohnt auch 200 Kilometer von uns weg. Oh, kacke, ja. Und da man natürlich Weihnachten so alle irgendwie besuchen und abfrühstücken möchte, hatten wir dann immer am ersten Weihnachten vormittags bei meiner Mutter, nachmittags bei meinem Vater und am zweiten Weihnachten sind wir zur Familie von meiner Frau gefahren. Hm. Und da meine Mutter jetzt aber auch noch weggezogen ist und sie halt auch sagt, sie möchte halt nicht, dass wir am ersten morgens da 2 Stunden zu ihr hinfahren, mittags 2 Stunden wieder zurück, das ist alles Schwachsinn, hat sie halt von sich aus gesagt, sie macht dann Weihnachten für uns alle am 4. Advent und der Rest kommt dann halt alles am 4. Advent. Und den Rest, mein Vater, ihre Familie, das machen wir dann alles am 1., 2. Weihnachten und sowas. Ja, cool. Das ist doch schon mal was. Sagen wir mal so, Weihnachten ist für uns durch zweimal geschiedene Elternteile schon verdammt stressig. Ja, vor allen Dingen jeder will ja seine, Entschuldigung, seine Aufmerksamkeit haben, ne? Ja. Wenn du dieses Jahr das als letztes dran warst, wird es ja dieses Jahr als erstes dran sein, ne? Und ja, kenne ich irgendwoher. Und so 2 an einem Tag unter einem Hut bringen, das geht schon mal gar nicht, weil nur auf einen Kaffee vorbeikommen, das ist quasi wie, ne, enterbt werden. Muss ja mindestens eine Hauptmahlzeit noch mit dabei bleiben. Und wenn du dann zum Mittag zu Oma und Opa gehst, kannst du abends gefühlt noch nichts wieder essen, wenn du irgendwo anders hin bist. Also kriegst du dann böse Blicke, dass du dir nichts auftust, ob dir nicht schmecken würde und so. Ah, herrlich, kenne ich. Ja, und deswegen haben wir schon die letzten Jahre teilweise Heiligabend einfach nur, ja, ich sag mal, normales, nix hochtrabend Aufwendiges gemacht, weil wir einfach gesagt haben, das ist zu viel. Und ja, für 2 Personen so Gänsekeule, Klöße, Rotkohl ist halt auch too much. Deswegen haben wir oft einfach schöne Frikadellen oder Hackmedaillons mit einer Lauchsoße oder so gemacht. Halt weil schon ich, was Besonderes, was wir nicht immer kochen, aber ja, halt nichts Hochtragendes an Braten oder so. Also ich kenne das tatsächlich von mir zu Hause. Bei meiner Frau war das auch gar nicht. Da gab es halt auch Heiligabend immer irgendwie so Gans und sowas, ne? So diese eine Klassiker. Aber bei uns gab es zum Beispiel früher Heiligabend Kartoffelsalat auch, und Bockwurst. Genau, im Zweifelsfall nur einen Kartoffelsalat. Jetzt nur einen Nudelsalat oder sonst was, ne? Weil keiner Lust hatte, sich den ganzen Tag in die Küche zu stellen. Und dann halt die am 1.2. gab es dann die quasi Festessen. Finde ich aber auch völlig okay irgendwie. Aber könnte ich mich auch anfreunden mit, aber meine Frau nicht. Ja, siehst du, meine Frau sagt auch nein. Am 24. gibt es was Gutes zu essen. Ein Kartoffelsalat, ein Nudelsalat. Genau. Kommt mir bekannt vor, ja. Pizza bestellen. Ja, also wir haben meine Großeltern wohnen mit auf dem Grundstück, wo meine Mama wohnt. Das ist so ein Eckgrundstück auf 2 Häusern. Und als Oma halt noch arbeiten war, hat die halt im Zweifelsfall, weil die im Einzelhandel war, auch mit Pecher mit am 24. noch morgens arbeiten müssen. Kennt sich halt der ein oder andere. Und dann halt irgendwo, ne, waren wir dann bei denen abends zum Essen. Ja, da würde ich völlig akzeptabel, dass man dann sagt, so, ne, ich stelle mich jetzt nicht mehr hin. Vor allen Dingen schafft man es im Zweifelsfall nicht zeitlich. Also gab es halt irgendwie, ne, den klassischen Salat.
Schlimmeres. Ja. Ich glaube, das Wichtigste an Weihnachten ist, und so sehe ich das auch und hoffentlich auch viele andere. Die Geschenke. Dass man die Zeit mit der Familie verbringt. Es geht ja nicht mal darum, dass man ein Riesenfestmahl macht, sondern dass man es gemeinsam mit der Familie macht. Das ist das. Da bin ich grundsätzlich bei dir, aber wenn man das auf einmal im Jahr beschränkt, ist halt auch. Nein, das habe ich ja nicht damit gemeint, aber dass man die Zeit halt wirklich mit der Familie verbringt. Dass man Weihnachten als Fest der Liebe, als Fest der Sinnlichkeit mit der Familie zusammen betrachtet und dann auch gemeinsam Sachen macht. Und wenn man dann halt gemeinsam ein Riesenessen macht, okay. Oder sagt, wir gucken nur gemeinsam Fernsehen oder spielen Spiele. Ja. Dann ist für mich der Sinn und Zweck von Weihnachten erfüllt. Ob ich jetzt das Riesenfest mal mache, Filme gucke oder Spiele spiele. Das ist wichtig. Weil tatsächlich, also ich glaube, mit Kindern erinnert sich der Eier auch nochmal so ein bisschen was. Mein Kleiner ist ja so zu diesem Weihnachten gut 2,5. Bin gespannt, wie er es dieses Jahr versteht. Klingt jetzt falsch, ne, aber. Ja, aber ist ja so. Ja, genau. Wenn es Geschenke gibt, freut er sich, packt er die aus. Das findet er großartig. Ne? Aber genau, die Hintergründe und alles gibt es ja für ihn noch nicht. Aber trotzdem, mal gucken. Mein Bruder ist jetzt vor. Warte, wir sind jetzt am Donnerstag. Ich mache jetzt keine Zeitrechnung, ne? Vorgestern ist der Vater geboren. Mal gucken, wie denn sein erstes Weihnachten wird. Da bin ich auch gespannt. Immer dann drei Kinder in einer direkten Verwandtschaft. Weihnachten wird anstrengend. Ja, absolut. Schauen wir mal einfach. Ich finde Weihnachten, je nachdem, ne? Man kann Weihnachten halt auch Stress machen. Das, was ich eben sagte, ne? Wenn du irgendwie x Tage hast und jeder will seine Aufmerksamkeit und sieht auch nicht ein und sonst was. Das finde ich dann schon. Voller Fettstöße. Finde ich dann schon stressig. Also ich muss sagen, ich fand damals die Weihnachtsfeiern bei meiner Großmutter mütterlicherseits eigentlich immer sehr toll, weil es waren immer alle da, bis auf ein Onkel mit Frau, die waren. Jedes zweite oder jedes dritte Jahr waren die Weihnachten in Österreich, weil die da auch ein eigenes Ferienhaus haben. Und es waren dann auch immer 8, 9 Kinder waren da und es war immer viel los und es war immer Trubel. Und ich fand es eigentlich als Kind immer toll. Ja, so soll es halt eigentlich auch sein, ne? Die man nicht sieht, mit denen auch mal Zeit verbringen. Aber jetzt, ja bitte. Die 3941 hattest du eben gedüngt, oder? Ja, einmal gedüngt. Das Problem ist, da ist schon relativ viel drauf gewachsen, weil das Feld ist, wo ich drauf war, als es darum ging, dass die Nacht durchgesprüht wurde. Ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft zu ernten. Mich ein bisschen verkalkuliert, hat das trotzdem angestoßen. Und durch die Doppelnacht war das dann halt so ein kleines Problem. Der erste Teil schon sehr weit gewachsen war. So. Ich fange jetzt an zu pressen. Hört sich gut an. Okay. Oder soll ich zuerst Dünger draufschmeißen? Ja, oder mach erst Dünger, würde ich sagen, oder? Ja, dann lass mich hier noch kurz. Obwohl,
Nee, sonst. Nee, fang an zu pressen. Dann werde ich gleich eben kurz düngen. Okay. Weil es macht ja Sinn, dann eben durchzudüngen, wenn ich hier das Feld direkt dann abge. Weißt du? Ja, alles super. Also ich hätte auch gedüngt, das ist gar kein Problem. Ich hätte jetzt nur den JCB ein bisschen weiter aufs Feld gefahren, dass ich da gleich entspannt dran vorbeigekommen wäre und düngen hätte können. Aber das Schöne ist mit dem 45 Meter Kerneland geht das ja auch. Rapido, ne? Das ist ja Wahnsinn. Müssen auch die Ballen mal runtersammeln. Das können wir gerne machen, das ist auch kein Thema. Daran soll es nicht scheitern, dass wir zur Not schnell ein paar Ballen wegfahren. Eben lag noch ein fast ganzer Ballenanhänger in der BGA. Also die sollte hoffentlich jetzt noch Futter haben. Hatte da schön noch einen draufgelegt gehabt. Wunderbar. Genau. Aber der sieht ja schön aus, der JCB da bei der Arbeit. Ja, doch, absolut. Er fährt sich auch ganz gut. Ozeane. Tempomat, was soll er da verkehrt machen? Nee, also ist cooles Gespann auf jeden Fall. Aber mit dieser wunderbaren Erkenntnis sind wir auch schon wieder fertig. Liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch zu Weihnachten ist. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Samstag zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.